Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute zu diesem Tutorial dabei seid. Die Frage ist natürlich, warum macht der Alcaramba jetzt ein Tutorial? Ist eigentlich recht simpel. In der Vergangenheit wurde ich häufiger gefragt, hey Alcaramba, ich habe ein tolles Match, aber wie zeigt man das Ganze denn jetzt auf YouTube? Und dieses zu erklären in Schriftform war immer etwas müßig, deswegen dachte ich mir, ein Tutorial kann wohl mal nicht schaden. Es gibt viele verschiedene Wege, Videos zu erstellen, aber heute zeige ich euch einen der simpelsten und aber trotzdem am besten. Warum besten? Zum Beispiel mit Movie Maker kann man einfach auch noch Screenshots in das Ganze integrieren, was mit der allersimpelsten Methode, zum Beispiel Open Broadcast Software, wo man einfach aufnehmen kann, oder Shadowplay, dann nur das Video so hat, ohne dass man das noch in irgendeiner Form bearbeiten kann. Deswegen zeige ich euch heute diese Option. Das Schöne daran ist, dass sie komplett kostenfrei ist. Also ihr braucht weder für MSI Afterburner noch für den Movie Maker noch für den Codec irgendwo Geld in die Hand nehmen. Wie das Ganze jetzt geht, erkläre ich euch recht einfach. Ich habe alle drei Programme bzw. die Download-Links in die Videobeschreibung gepackt. Das heißt, zuallererst mal bitte alle drei runterladen. Dann bekommt ihr den Codec, das Programm und den Movie Maker. Zuerst bitte mal dann den Codec installieren, das ist das Alleressentiellste, sonst macht der weitere Schritt gar keinen Sinn. Wenn ihr den installiert habt, dann den Afterburner, Movie Maker, das könnt ihr machen, was ihr wollt. Und wenn ihr dann alles installiert habt, dann schaut das Ganze wie folgt aus. Dann startet ihr den Afterburner, dann kommt hier dieses Fenster. Damit kann man eigentlich Spannung gut überwachen, man kann die Temperatur der Grafikkarte überwachen, man kann sie auch übertakten, aber hier wollen heute einfach nur Videos aufnehmen. Das geht sehr, sehr einfach. Hier habt ihr oben den Reiter Videoaufnahme. Videoaufnahme. Hier F9 ist nichts anderes als die Taste, mit der ihr das Ganze belegt. Bei mir, ihr seht, ich nutze F9, da die meisten Spiele F9 nicht wirklich sinnig belegt haben, kann man da also gut mitarbeiten. Video-Vorwegaufnahme lasst ihr einfach mal auf manuell. Das ist schon gut so. Ganz wichtig, dafür war der Codec hier für das Videoformat. VFW-Kompression ist hier unten. Ich habe jetzt mal standesgemäß Cinepak Codec ausgewählt, dass ihr seht, wie man das umstellen kann. Das heißt, hier drauf klicken, dann hier auf die Konfiguration und da sucht ihr dann bitte den OT-Codec aus. Und wir brauchen hier den da. YUV420709. Ihr könnt den auch auf Konfigurieren drücken, sollte dann aber so aussehen. Da braucht ihr nichts umstellen. Das hat er schon selbstständig so richtig eingestellt. Dann okay und wieder okay, schon hat sich der auf den richtigen Codec geändert. Wir lassen das Containerformat auf AVI, das passt. Qualität ist standesgemäß bei 85%, da nicht wundern, das gehört so, da ist alles gut. Bildgröße, lasst ihr auf Vollbild stehen, weil er dann einfach die Größe nimmt, die er sowieso nutzt im Spiel. Wenn ihr aber standesgemäß vielleicht was anderes machen wollt, weil er sagt, nehmt mir lang 720p, dann könnt ihr das auch hier einstellen oder 1080 oder 1080p, aber ich würde das auf Vollbild stellen lassen. Bei mir im speziellen Fall kommen ja dann zum Beispiel 1440 raus. Aber das je nach Lust und Laune. Framerate bei mir auf 50. Aufgrund der 1440 ist das so ein bisschen besser, dadurch, dass dann die Videos spannender laufen. Ihr könnt aber auch ganz einfach auf 30, dann haben wir immer noch schöne Videos und auch die Größe wird nicht mehr so groß. Die Framerate-Grenze deaktiviert lassen, würde ich sagen, braucht ihr nichts. Das ist einfach so, wie es ist. Und ganz wichtig, natürlich müsst ihr einen Ordner auswählen, wo das Ganze hingespeichert wird. So, hier unten Multithread-Optimierung einfach auf automatisch lassen, die anderen nicht anhaken, da ist alles gut. Wichtiger wird es hier wieder bei der Audioaufnahme. Ihr könnt hier nämlich das Playback-Gerät wählen, das ist der Spielton zum Beispiel, den ihr dann hört. Das sind bei mir also die Lautsprecher. Und die zweite Quelle, die ist genauso essentiell, das ist das Mikrofon. Also da müsst ihr das auswählen, sodass wirklich alles gehört wird. Dann Multichannel Audio umwandeln in Stereo, Stereo, RIP. Und auch ganz wichtig, mehrere Audiospuren mischen, weil nur so hört ihr sowohl das Spiel als auch eure Stimme. Ansonsten würde eins hinten wegfallen, das wäre nicht so sinnig. Sobald ihr das aktiviert habt, ist es dann einfach dann okay. Dieses Programm lasst ihr im Hintergrund laufen, könnt ihr minimieren oder einfach so vorne offen lassen. Dann nehmt ihr jetzt in eurem Replay-Ordner. Replays werden ganz einfach aktiviert. Zwar geht ihr ins Spiel, könnt hier auf die Einstellung gehen,
Hier unten gibt es den Reiter Gefechtsaufzeichnung aktivieren. Ich würde alle lassen und einstellen, weil dann habt ihr alle Replays, die ihr zuletzt gespielt habt, um hier natürlich besonders viel Auswahl zu haben. So, dann geht ihr nämlich in euren Replays-Ordner. Der schaut dann wie folgt aus. Das heißt, ihr könnt das letzte Replay oder was auch immer auswählen. Wenn ihr da jetzt Doppelklick drauf drückt, dann startet das Ganze. Jetzt, wenn es gestartet hat oder ihr natürlich zum Beispiel auch live spielen wollt, dann spielt einfach dann im Spiel F9. Dann seht ihr oben links, also praktisch hier in dem Bereich, wenn das Spiel läuft, einen kleinen viereckigen Kreis, der sich dreht. Das zeigt, dass ihr jetzt gerade aufnehmt. Sobald ihr dann die Taste wieder drückt, die ihr vorher belegt hattet, bei mir wie schon gesehen F9, dann ist dieser Kreis weg. Das heißt, ihr seht, der Kreis läuft, sobald ihr die Taste einmal drückt. Das heißt, er nimmt auf, sobald der Kreis weg ist, nimmt er nicht mehr auf. Sehr, sehr simpel. Wenn das passiert ist, dann schaut das Ganze wie folgt aus. Ich habe mir hier mal meinen Videoordner und in dem Fall habe ich hier mal ganz speziell ein kleines Video aufgenommen. Einfach nur, um zu zeigen, wie es geht. Wenn ihr das jetzt habt, dann startet ihr jetzt den Movie Maker. Nehmt den Pfeil, die ihr haben wollt. Ich zeige euch mal, wie so ein Video bei mir aussehen könnte. Ich will erstmal ein Intro erstellen. Das heißt, ich nehme eins meiner Intro-Videos. Ihr könnt da machen, was ihr wollt. Ihr könnt auch einfach ein Bild davor legen. Das heißt, per ganz einfachen Drag-and-Drop ziehe ich das hier rein. Der lädt dann die Dateien. Dann sage ich jetzt noch, ja, jetzt will ich auch noch das Video selbst haben. Zieht das einfach hier drauf. Dann nimmt er das ebenfalls. Und jetzt natürlich will ich auch noch Screenshots hier drin. Das heißt, die Screenshots ziehe ich ebenfalls rein. Jetzt habe ich hier schon die Datei. Man kann natürlich jetzt auch die Screenshots noch von der Zeit verlängern, verkürzen, wie auch immer. Da seid ihr natürlich eures Glücks eigener Schmied. Hier oben zum Beispiel auf Dauer kann man hier einstellen, was weiß ich, Screenshot 3 Sekunden. So, wenn das jetzt soweit stimmig ist, dann macht ihr jetzt ganz einfach das einzig Notwendige noch. Hier oben gibt es den Reiter Film speichern. Da kann man sich jetzt natürlich was einstellen oder sonstiges, aber macht euch nicht allzu schwer. Ihr seid, ich will jetzt nicht euch verdissen, aber ihr seid keine Profis, sondern ihr wollt jetzt einfach nur mal euren Freunden da ein Video teilen. Dann könnt ihr für hochauflösende Anzeige das Ganze auswählen. Man kann natürlich auch benutzerdefinierte Einstellungen wählen. Aber 1080 ist hier sehr simpel. Das heißt, für hochauflösende Anzeige nehmen, ich sage jetzt hier, das ist mein Film 2, erstellt es jetzt und speichere ich das Ganze. Geht dann sehr schnell. Je länger der Film, desto länger dauert das Ganze natürlich auch. So, jetzt habe ich das schon gemacht, kann den Ordner öffnen, habe hier meinen Film 2 und schon habe ich hier das Video. Erst kommt das Intro natürlich, dann der kurze Film und dann auch noch die Screenshots. Sehr, sehr einfach gehalten. Also so kann man wirklich super entspannt, schön ein Video erstellen, was eine gewisse Qualität auch noch mit sich bringt. Wer es verfeinern will, kann sich da natürlich noch weiter austoben, aber ich denke, für den Anfang ist das schon gut so. Und wie gesagt, es ist sehr schön, da es auch einfach nichts kostet. Ihr könnt es sehr schnell erstellen, ohne da große Kenntnis zu haben. Ja, damit war es das schon für heute. Ich hoffe, das Tutorial hat euch ein wenig geholfen zu sehen, wie kann man denn ein Video leichten, einfachen Schritten erstellen. Es würde mich freuen, auch wenn es nicht meine Expertise ist, wenn euch das Tutorial gefallen hat, dass ihr einen Daumen nach oben gebt. Falls ihr Fragen haben solltet, haut es einfach in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch weiterhin alles Gute. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.